So, wo kann man das Kitharz jetzt eigentlich, das Propolis jetzt eigentlich von den Bienen ernten? Ich ernte es sehr gerne von Absperrgittern. Ich habe es heute schon ein Video reingesteckt, wo ich die putze. Und jetzt möchte ich euch den Unterschied zeigen vom Propolis. Also hier diese dunklen Stellen, die man hier sieht, das ist Propolis. Und das ist Bienenwachs, wo man sehr toll erkennen kann, dass sie alles isolieren, ist hier. Das ist der Randbereich des Absperrgitters und hier setzt sich das Propolis natürlich auch ab, so wie hier an den Rändern. Das ist alles Propolis. Das kann man super verwenden für die Tinktur, die man mit hochprozentigem Alkohol ansetzt. Und das sollte man jetzt trennen. Ich habe hier zum Beispiel da drüben das Bienenwachs und das Propolis extra. Deswegen putze ich zuerst immer das Bienenwachs weg. Das schmelzt sich dann natürlich wieder ein. Und jetzt putze ich das Propolis extra weg. Dass man das sammelt, lohnt sich auf jeden Fall. Denn eine sehr gesunde Arznei von den Bienen. Ich verwende es zum Beispiel, wenn ich verkühlt bin oder im Hals eine Entzündung habe. Da ist es sehr toll und sehr wirksam. Normalerweise bekommt man das in der Apotheke auch. Sonst, ich verkaufe das nicht, ich verwende es nur für mich und für Freunde und Bekannte. Aber ich kann es euch gern unten in die Beschreibung verlinken. So ein Propolis in Naturform und in einer Tinktur. Und sonst kann man auch bei der Apotheke fragen. Ob man eines bekommen kann. Normalerweise gibt es auch in der Apotheke so ein Propolis. Hier sieht man es jetzt schön, sehr dunkle Stücke, das passt. Wichtig ist auch, wenn man das verwendet, Absperrgitter, also im Honigraum, wird selten gegen die Milbe behandelt, also im Normalfall macht man das nicht und dadurch ist das auch unbelastet. Sehr gut. Der erste Teil, hier bekommt man also von den Absperrgittern auch sehr gutes Propolis. Und natürlich auch bei den ganzen Stellen am Stock, wo Luft reinkommt, verbieten die Bienen. Zum Beispiel hier. Das ist jetzt umgedreht, eine Oberfläche, das ist das Dunkle, hier ist alles Propolis, das könnte ich auch runterputzen. So, hier sind auch so an den Stellen am Rand eher Propolis, das was man verwenden kann. Na super, das war's auch schon. Im nächsten Video werde ich euch zeigen, wie man diese Tinktur herstellt. Bisschen was habe ich hier schon, noch einiges zum Putzen. Und ja, bis zum nächsten Mal.